herzlich willkommen hier im Jüdischen Museum anlässlich der Eröffnung unserer Ausstellung The Place to Be, Salons als Orte der Emanzipation. Networking im besten Sinn des Wortes würde man das bezeichnen, was die Salonieren zwischen 1780 und 1938 taten. Salons waren Kommunikationsräume in zweifacher Hinsicht. Sie waren Orte der Emanzipation und Orte der Ermächtigung für Frauen, die aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen waren. Das Leben der Salonieren muss heute in all seiner Widersprüchlichkeit, und das zeigt die Ausstellung, dargestellt werden, denn diese Gastgeberinnen des 19. und 20. Jahrhunderts vollführten einen Drahtseilakt. In Form einer großbürgerlichen Wohnung, die ohne vorgegebene Richtung begehbar ist, wird die Geschichte der Wiener Salons vom Ende des 18. Jahrhunderts über die Reformsalons der Moderne, die Salons der Wiener Exilantinnen und Exilanten bis hin zur Salonkultur der Gegenwart vielstimmig erfahrbar. Aber wie geht Salon eigentlich? Oder wie es in der Ausstellung heißt, how to do Salon? Die Salonieren in Wien öffneten ihre Häuser an einem bestimmten Tag bzw. Abend der Woche einem auserwählten Kreis von Personen. Man wusste, an welchem Tag der Salon stattfand und Eintritt erhielt, wer erwartet wurde oder als ein sogenannter Habitué des Hauses galt. Diese unglaublich anschauliche Art und Weise, wie Sie diese Vernetzungskultur zeigen, macht in Wirklichkeit das Erinnern an das Furchtbare, das danach geschehen ist, zwar noch ein Stück schmerzlicher, weil es mit konkreten Gesichtern verbunden ist, aber in Wirklichkeit dadurch auch lebendiger und nachhaltiger. Das Hinschauen, einen genauen und detaillierten Blick auf die Dinge zu haben, ist für mich immer auch ein sehr primärer Ausdruck eines jüdischen Museums. Und ich glaube, auch mit dieser Ausstellung gelingt es Ihnen wieder sehr gut, diesen Blick auf die Dinge zu werfen und ein entsprechendes, ganz tolles Ergebnis hier zu liefern. Irgendeinmal in jenen letzten Regierungsjahren der Kaiserin muss sich der Frau des tolerierten Juden Arnsteiner ein Haus geöffnet haben, das ihr und ihresgleichen bisher keinen Einlass gewährt hatte. Irgendeinmal schlüpfte sie leichtfüßig über eine Schwelle, die ihr zuvor versperrt gewesen war. Gesellte sie sich zu Gleichaltrigen, von denen sie kein merklicher Makel unterschied, wurde sie in diesem heiteren, verspielten, unbeschwerten Kreise aus einer preußischen Franziska zur wienerischen Fanny. Alte gelbe Seidensessel, Armleuchten an der Wand, eine Tür auf dem Balkon, wo man in die Abendlandschaft hinaussieht, die schönste Musik erklingt, bevor eine edle Gesellschaft auseinandergeht, um sich vielleicht nie wieder zu sehen. Das ist kein wollüstiges Wühlen in Tönen, sondern das gemeinsame Edle verschlingt sich und fliegt leicht nach aufwärts. Insofern kann die heutige Ausstellungseröffnung ja vielleicht auch ein Ansporn dazu sein, dass wir neben den Errungenschaften, dass wir Gott sei Dank heute im öffentlichen Raum als Frauen und Männer ganz normal gemeinsam leben, neben der neuen Technologie auf Facebook, SMS, WhatsApp sich austauschen zu können, dass wir das vielleicht nicht verloren gehen lassen, was wir schätzen sollten und können. Thank you.